Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Und weil unser Thema heute doch ein bisschen ernster ist, möchte ich vorab euch gerne etwas zeigen, wo ich mich wirklich drüber gefreut habe. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich schalte einmal direkt rüber. Dann seht ihr das, was ich meine. Und zwar, wir haben es gestern geschafft, 24.900. Und damit sind wir noch einen ganz, ganz kleinen Schritt entfernt von den 25.000. Das war ja so mein Ziel. Und ich würde mich mega freuen, wenn wir das schaffen. Und wenn ich euch jetzt mal das hier zeige. Insgesamt schauen von euch 47% ohne ein Abo. Das heißt, wir könnten es schaffen, wenn vielleicht nur 2% sagen, okay, der hat jetzt so viele Videos gemacht für uns und okay, wir hauen jetzt einfach mal das Abo raus. Es kostet ja nichts. Dann würde ich mich sehr, sehr freuen. Auf jeden Fall möchte ich mich erst einmal bei allen bedanken für diesen mega mäßigen Support. Und das war mir gleich zu Beginn wirklich sehr, sehr wichtig, denn ich habe mich gestern wirklich gefreut, als ich das gesehen habe, meine Lieben. Ja, was mich aktuell nicht so freut, ist unser nächstes Thema, welches wir heute besprechen. Es geht um natürlich Yvonne Wölke und Jamila Rowe und auch leider um die Tochter von Jamila Rowe. Und es gibt hier auf meinem Kanal ganz klare Regeln. Kinder sind kein Trash. Ja, ich werde hier weder den Namen des Kindes nennen, auch wenn das in der Boulevardpresse überall auftaucht. Ich werde es nicht nennen und werde auch entsprechende Zitatstellen aus Kinderschutzgründen einfach auslassen, den Namen nicht zitieren. Und ich werde auch das Bild des Kindes hier nicht abbilden. Auch das tauchte in einem oder anderen Artikel auf, was ich auch sehr, sehr, sehr schlecht finde. Das muss ich wirklich so sagen, aber meine Meinung ist da ja auch im Allgemeinen wirklich bekannt. Aber es geht jetzt darum, dass wir fangen anders an. Also erstmal ging es gestern damit los, dass eine große Schlagzeile auftauchte, dass Jamila Rowe sich jetzt in einem Interview bei Tanja gemeldet hat. Und darüber gesprochen hat, dass Yvonne Wölke angeblich ihre Tochter sehr lange im Hotel alleine gelassen hätte, als sie damals im Dschungel war, vor fast einem Jahr. Und ich erinnere mich, dass Yvonne Wölke selbst in den Medien vor einiger Zeit war, wo sie auch das erzählt hat, dass ihr das vorgeworfen wurde. Also es ist nicht das erste Mal, dass dieses Thema, dass die Tochter von Jamila, sagen wir mal, angeblich unbeaufsichtigt war im Hotel. Dieses Thema ist schon länger im Hintergrund. Und jetzt hat sich Jamila Rowe in diesem Interview extrem geäußert. Natürlich nur für Bild Plus Abonnenten. Ich darf euch hier natürlich wie immer die Schlagzeile nicht zeigen, beziehungsweise darf ich euch das Titelbild zeigen, denn das ist für alle frei verfügbar. Und dann muss man halt ein Plus Abo abschließen. Und für die Zuschauer, die jetzt neu sind, ich mache das immer so, ich lese mir den Artikel einmal durch und dann suche ich nach einem Alternativartikel raus, der dasselbe Thema beinhaltet und die entsprechenden Zitatstellen mit übernommen hat, wo ich darauf zitieren darf, weil es ein freier Artikel ist. Den könnt ihr ganz normal bei bunte.de online auch lesen und von daher kann ich darauf ganz entspannt reagieren. Und ich habe auch natürlich ein Statement von Yvonne, das ist mir hier auch ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt nicht nur die eine Seite hören, nämlich von Jamila, dass wir auch die andere Seite von Yvonne hören und dann fassen wir das mal zusammen und kommen hier zu einem Schluss. Ich muss noch einmal betonen, Kinderabbildung im Netz und Namen nennen im Netz und generell das Thema Kinder sollte im Netz wirklich nicht behandelt werden. Und da kann ich ganz zu Anfang gleich an beide Damen sagen, muss das sein, muss das sein. Nun gut, wir fangen mal an. Sie rechnet mit Yvonne Wölke ab, das verzeihe ich ihr nicht. Jamila Rowe und Yvonne Wölke waren einst enge Freundinnen, doch jetzt rechnet Jamila mit ihrer ehemaligen Freundin ab und erklärt, eine Versöhnung ist ausgeschlossen, Zitat Ende. Ähnliches hat auch Yvonne Wölke vor einiger Zeit gesagt. Es war dieser Artikel, wo sie auch im Interview war. Da hat sie genau das Gleiche gesagt. Und hier geht es halt um ähnliche Geschichten im Prinzip. Ja, auch da fühlt sich Yvonne von Jamila zurückgesetzt. Und ja, Drama. Drama. Jamila Rowe und Yvonne Wölke galten einst als enge Freundinnen. Jamila nahm ihre Freundin sogar als Begleiterin mit nach Australien. Während die 56-Jährige im Dschungel um die Krone kämpfte, sollte Yvonne
auf Jamilas Tochter aufpassen. Dieser Aufgabe sei Wölke nicht nachgekommen, behauptet Jamila nun und erklärt die langjährige Freundschaft deshalb für beendet. Zitat Ende. Ja, wir müssen das ein bisschen besser zusammenfassen. Wir erinnern uns auch vor einiger Zeit, nämlich genau als Promi Big Brother startete, hat Jamila Rowe auch ganz klar gegen Yvonne Wölke sich öffentlich positioniert und hat hier auch ganz klar gesagt, dass sie glaubt, dass Yvonne und Peter uns alle an der Nase herumführen, dass sie schon längst ein Paar sind und dass sie darauf einfach keinen Bock mehr hat. So hat das Jamila Rowe quasi damals formuliert. Und da ging das schon alles mit der Tochter so langsam los, dass sie im Hotel nicht versorgt wurde richtig. Und das war schon damals ein Thema. Und also es ist nicht so, dass das Thema jetzt aus dem heiteren Himmel kommt. Allerdings vor einem Monat kam es denn aus dem heiteren Himmel. Zerbrochene Freundschaft, das kann Jamila Yvonne nicht verzeihen. Gegenüber Bild lässt sich Jamila nun über ihre ehemalige Freundin aus und rechnet mit ihr ab. Zu groß sei ihre Enttäuschung über Yvonnes Verhalten in Australien. Während Jamila von ihrer Freundin erwartet hat, dass diese auf ihre Tochter aufpasse, habe sich Yvonne anderweitig vergnügt. Meine Tochter hat mir erst kürzlich erzählt, dass sie damals in Australien stundenlang allein im Hotelzimmer war und nicht wusste, wo Yvonne ist. Yvonne Klein wird nachgesagt. Was? Yvonne Klein? Was? Yvonne Klein wird nachgesagt? Das finde ich gut. Muss ich kurz verkraften. Warum steht denn da Yvonne Klein? Habe ich was verpasst? Ist da irgendwas Neues passiert? Ach Gott, lach. Warte, wenn das Thema nicht so ernst wäre, ich muss was trinken. Okay. Haben wir schon gleich ein kleines Trash-Highlight in den neuen Jahren. Also, Yvonne Klein wird nachgesagt, mit der Begleitperson von Lukas Cordalis, Peter Klein, eine Affäre gehabt zu haben, ob sie Jamilas Tochter wohl für einen Mann alleine auf dem Hotelzimmer ließ, wo Yvonne damals war bei Peter, ich weiß es nicht, rätselt Jamila. Entschuldigung, dass ich gerade gelacht habe, es war wirklich nur wegen dieser Stelle hier. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, das sind schon krasse Anschuldigungen, ja, was Jamila hier gegen Yvonne Wölke erhebt. Es ist nicht das erste Mal, dass wir das hören. Es ist, wie gesagt, jetzt so das zweite Mal, dass das jetzt so richtig öffentlich rauskam. Wie gesagt, Yvonne Wölke selbst hat sich schon vor einiger Zeit gegen diese Gerüchte über die Bild geäußert. Ich verstehe halt immer nicht, warum die Damen über die Bild sprechen. Man könnte ja auch einfach generell separat mit sich direkt sprechen. Aber ich glaube, das werden wir auch alle nicht verstehen. Jamila Rowe, ich bin von Yvonne enttäuscht. Doch die angebliche Liebesschaft zwischen Yvonne und Peter, die sogar zu Trennung von Peter und Ehefrau Iris Kleid führte, sei nicht mal der Grund für Jamila sauer zu sein. Ihr gehe es vielmehr um ihre Tochter. So hatte ich das nicht mit Yvonne abgesprochen. Wenn ich jemanden als Begleitung für meine minderjährige Tochter in ein fremdes Land mitnehme, gehe ich davon aus, dass diese Person sich kümmert. Jamila zieht eine harte Bilanz. Ich bin von Yvonne enttäuscht und das verzeihe ich ihr nicht. Yvonne Wölke, eine Versöhnung wird es nicht mehr geben. Für die Freundschaft der beiden sieht es eher düster aus. Man kann mit mir über alles sprechen, aber das geht mit Yvonne nicht. Sie streitet die ganze Sache ab, weist alles von sich. Aber warum sollte meine Tochter mir Quatsch erzählen? Yvonne ist da nicht ganz ehrlich, das finde ich traurig. Auch Yvonne hat sich gegenüber Bild zu der Sache geäußert. Sie sehe das ganz etwas anders. Ich habe sie einmal alleine gelassen, weil ich für Jamila ein Kleid und Schuhe kaufen musste. Ich habe die Kleine gefragt, ob sie mitkommen will zum Shoppen. Sie wollte nicht. Übrigens war sie da schon 13 Jahre alt. Auch Yvonne sieht kein Happy End für sie und Dschungelkönigin. Eine Versöhnung wird es nicht mehr geben. Die letzte Unterstellungen waren sehr verletzend und heftig. Zitat Ende. Wir haben natürlich noch das ausführliche Statement von Yvonne Wölke. Natürlich hat sie sich auch gestern bei Instagram dazu geäußert. Das schauen wir uns auch noch gleich an. Aber jetzt müssen wir erstmal dieses Thema einfangen. Ich kann es noch einmal wiederholen. Ich finde es wirklich, wirklich schlimm, dass wir hier über dieses Kind sprechen. Ja, wir müssen das so ein bisschen ausklammern. Ja, es geht um das Kind, das ist die Klammer, das würde ich ganz gerne ein Stück beiseite schieben und ich würde jetzt gerne über das Thema sprechen, dass hier Yvonne Wölke nach dem Vorwurf von Jamila Rowe ihrer Aufsichtspflicht nicht nachgekommen ist, ihrer Fürsorgepflicht. Fakt ist eins, das kann ich vorab schon mal sagen, wenn ein 13-jähriges Kind alleine bleiben möchte, das ist normal. Das kann man auch machen. Das ist jetzt, sagen wir mal, nicht so schlimm. Ich glaube, der Umstand, wenn dieses in einem fremden Land passiert oder gar über Nacht, das ist allerdings dann schon vielleicht ein bisschen
schlimmer. Man darf halt eines nicht vergessen, Kinder sind unterschiedlich. Auch mit 13 sind Kinder selbstverständlich, wie wir Erwachsenen auch, komplett unterschiedlich. Für einige Kinder ist das gar nicht schlimm, für einige Kinder ist das schlimm. Jetzt muss man natürlich auch wissen, was hat eigentlich die Tochter und Yvonne für einen Bezug zueinander? Kannten die sich schon? Ich meine, Jamila und Yvonne sind 20 Jahre Freundinnen. Ich denke mal, sie wird Yvonne gekannt haben, also das Kind. Und ich weiß nicht, was das für Absprachen sind. Ich glaube, das Problem ist halt auch, selbst wenn die Tochter gesagt hätte, ja, mach das alles ruhig, hätte man eigentlich sagen müssen, nein, ich bleib bei dir. Vielleicht. Ich war bei der Situation nicht dabei. Fakt ist aber eins, ich finde es gut, dass Jamila ihre Tochter sogar mitgenommen hat nach Australien, weil es ist halt so, wenn man in der Öffentlichkeit steht und Kinder hat, dann muss man halt irgendwie das, ja, irgendwie das miteinander vereinbaren. Das ist immer schwierig, gerade wenn man alleinerziehend ist. Also da hat Jamila eh meinen Respekt, ja. Alle alleinerziehenden Mütter oder Väter haben meinen Respekt. Das muss man einfach so sagen, weil es einfach eine ganz, ganz harte Aufgabe ist, die hier auch Jamila natürlich hat. Und dann, und das verstehe ich, dass man denn enttäuscht ist, wenn man denn im Nachgang das dann erfährt. Die einzige große Frage, die wir uns alle stellen, ist natürlich, warum denn jetzt erst? Wieso wird das Thema jetzt quasi erst vor dem Dschungel so ein bisschen aufgearbeitet? Ja, würden wir jetzt sagen, wenn wir beim Psychologen sind, wir arbeiten etwas auf. Das wundert mich so ein bisschen. Andere würden sagen, wir wärmen etwas auf. Das ist das eine, was mich ein bisschen wundert. Und mich wundert auch ein bisschen, dass man das halt über die Presse regelt. Aber gut, Jamila hat das erklärt, sie hat gesagt, man kann mit Yvonne darüber nicht sprechen und ich denke mal, hier ging es auch ein bisschen darum, sich gegen die Vorwürfe zu wehren, die Yvonne ja selbst erhoben hat vor einiger Zeit. Jetzt gab es gestern aber noch von Yvonne Wölke selbst ein Statement zu der ganzen Geschichte, sie hat sich auf Instagram in einer Videobotschaft gemeldet, die habe ich für euch, ich unterbreche ab und zu mal und sage meinen Teil dazu und dann denke ich, dass wir der kleinen Wahrheit so ein bisschen mehr auf die Schliche gekommen sind. Ja, jetzt muss ich mich zu einem Thema äußern und widmen, was ich eigentlich nicht wollte, aus Respekt einer Person. Aber ich werde hier leider gezwungen, mich dazu zu äußern. Ja, ihr. Muss man vorsichtig sein. Gezwungen wird hier niemand. Es ist Yvonnes freie Entscheidung, aus freien Stücken dazu Stellung zu beziehen. Ich vergleiche das mal mit Amira und Oliver Pocher. Amira Pocher hat sich ja noch nie öffentlich in ihrer Instagram-Story zu Oliver Pocher geäußert. Das muss man nicht. Das ist natürlich die Erwartungshaltung der Zuschauer, ja, der Fans vielleicht, wenn man welche hat. Das ist die Erwartungshaltung, dass man sich dazu äußert, aber man muss es nicht. Da ist jetzt keiner von der Bild-Zeitung, der angeklopft hat, hat gesagt, Yvonne, du musst jetzt hier eine Instagram-Story machen. Also sie wird nicht genötigt, sie wird nicht gezwungen. Sie macht es aus freien Stücken, weil sie selbst das Gefühl hat, das jetzt klären zu müssen, was verständlich ist. Was verständlich ist. Ihr werdet erraten, welches Thema es wohl sein mag. Ich weiß leider nicht aktuell, was das Thema jetzt gerade ist bei Jamila. Ich glaube, sie hat nur ein Thema, nämlich dieses Thema, ihre Tochter. Mehr hat sie leider nicht zu bieten. Sehe ich anders? Ich finde, dass Jamilas Tochter jetzt erst durch dieses Konfliktpotenzial an die Öffentlichkeit kam. Alles andere, da hat Jamila schon eine Menge gemacht. Die Meinungen über Jamila gehen auch extrem auseinander, auch auf meinem Kanal. Das darf ja auch alles sein, das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich finde, dass Jamila diesen Vorwurf, dass sie nur dieses eine Thema hat, kann ich so nicht sagen. Ich finde, dass Jamila viele Themen hat. Jamila hat tatsächlich viele Shows, wo sie war. Sie war, wie gesagt, jetzt im Dschungel als Dschungelkönigin. Da finde ich, ist das Thema Tochter doch eher zweitrangig gewesen. Das Thema hatten wir auch ganz am Anfang gehabt, wo ja, die Dschungelshow zu Ende war. Wir hatten eine große Aussprache gehabt, auch mit. Ich habe ihr beschrieben, wie die Tagesabläufe waren. Sie hat es verstanden, alles war gut. Und damit hat sich das für mich quasi erledigt. Dass sie 11 Monate später nochmal das Thema rauskramt und irgendwelche Behauptungen macht in der Öffentlichkeit, die nicht der Wahrheit entsprechen, finde ich wirklich sehr, sehr traurig. Also ich kann mir nichts vorwerfen, im Gegenteil, ich habe mich wirklich sehr um die Tochter von Jamila gekümmert. Dafür gibt es auch Zeugen und andere Begleitpersonen, die das auch sehen konnten, die auch mit uns die Zeit verbracht haben. Also von daher kann ich mir nichts vorwerfen. So, jetzt wäre natürlich auch interessant, was Peter dazu sagt. Peter hat sich diesbezüglich auf Instagram gar nicht gemeldet, vielleicht gar nicht mal so doof, sich dazu überhaupt gar nicht zu melden, um sich wieder irgendwie in die Bresche zu springen. Und das Thema ist, eigentlich wäre jetzt ja durch mit dieser Story, weil sie hat ein Statement gegeben. Das Statement war
ruhig, das war nicht überdreht und das war aus meiner Sicht jetzt erstmal so, dass man zumindest die Zuschauer, die sich jetzt nicht sicher waren, zumindest sagen können, okay. Jetzt gibt es aber noch eine zweite Story, wo denn Yvonne, wie ich finde, dann doch ordentlich loslegt gegen Jamila und da wird dann aus einer Verteidigung, eines Statements, dann ganz schnell ein Angriff. Und das fand ich dann insoweit schon sehr interessant, dass man, und das ist ja ihr gutes Recht, sie darf sich darüber ärgern, aber ich finde, das ist meine persönliche Meinung, die alle, ja, ich muss das so pauschalisieren, sind extrem abgebrüht. Da schreibt irgendjemand etwas in der Presse und man findet heraus, dass es aufgrund eines Interviews ist und dann sind das angeblich Falschbehauptungen. Ich finde, die bleiben da alle sehr souverän ruhig, oder? Das ist mir schon so oft aufgefallen, aber jetzt habe ich das zum ersten Mal gesagt. Ich bin wirklich überrascht, dass das die alle nicht so triggert. Also, muss ich wirklich so sagen. Nun gut, wir hören uns jetzt mal die zweite Story an, wo Yvonne quasi gegen Jamila jetzt schießt und, ja, sagen wir mal, jetzt zurückgreift. Und andere Begleitpersonen und ich, wir haben sehr viel unternommen. Wir waren zum Beispiel im Zoo zusammen in einer Gruppe. Wir waren Strandspaziergänge machen. Wir waren am Pool. Am Anfang habe ich mitbekommen, dass sie gar keinen Badeanzug dabei hatte. Also bin ich ganz schnell mit ihr shoppen gegangen, habe 2 Badeanzüge gekauft, damit sie überhaupt in den Pool gehen kann und schwimmen gehen kann. Weil ohne Badeanzug geht das natürlich nicht. Ja, das ist halt auch so ein Thema, das ist halt auch, das höre ich auch nicht zum ersten Mal. Ist halt die große Frage, warum die Tochter nicht gleich einen Badeanzug mitgehabt hat. Ich selber bin auch schon in den Urlaub gefahren, weil ich nicht vorhatte, schwimmen zu gehen. Und dann ist mir im Urlaub aufgefallen, ach doch, wäre mal gut gewesen. Dann habe ich mir auch noch schnell eine Badehose gekauft. Also ich kenne dieses Problem auch. Und gerade wenn man sich vielleicht nicht wohlfühlt oder so, dann kann ich das schon verstehen. Also das ist jetzt für mich, weil sie das so ein bisschen extra betont, ist das für mich jetzt noch nicht so wunderlich. Wir waren im Fitnessstudio, wir waren am Strand, Pool, wir haben viel gegessen, viel getrunken. Also wir haben wirklich eine schöne Zeit gehabt. Wir waren viel in der Stadt auch und haben auch mit den anderen Begleitpersonen eine schöne Zeit gehabt. Okay, das war jetzt erstmal eine Erklärung zu den Unternehmungen, dass sie halt ganz klar sagt, nee, es war nicht so, dass ich die ganze Zeit alleine unterwegs war. Wir haben Koala-Bärchen geschaut, wir waren im Sportstudio, da war im Übrigen Peter ja auch manchmal. Wir haben miteinander Zeit verbracht, das war jetzt so das Erste. Unser Tag fing natürlich auch sehr früh an. Wir sind um 5:30 aufgestanden, haben uns fertig gemacht, damit wir uns auch den Dschungel angucken konnten. Danach gab es noch Interviews, man musste halt auch relativ lange warten. Dann habe ich natürlich auch gefragt, willst du hier warten oder willst du lieber im Hotelzimmer warten und ein bisschen am Computer spielen? Sie hat meistens immer alles dabei gehabt, Handy, iPad, eine kleine Playstation. Und meistens hat sie gesagt, sie möchte doch bitte aufs Zimmer. Da gab es nämlich das beste Internet überhaupt. Wir wissen alle, 13-Jährige sind meistens am Handy. Und wenn die kein Internet haben, oh, dann wird's sehr kritisch. Und im Zimmer hatte sie immer Internet, konnte sich ausruhen und hat da meistens gewartet, bis ich dann mit den Interviews fertig war. Will ich auch ganz kurz was dazu sagen. Also erstmal zu der Interviewsituation, das stimmt bei Yvonne, das kann ich zumindest aus eigener Erfahrung sagen, dass die Interviews immer sehr lange dauern. Diese Vorbereitung und dann wartet man, bis alles fertig ist, dann muss das vielleicht nochmal wiederholt werden. Das ist Tatsache, das weiß ich und letztendlich darf man ja auch nicht vergessen, die Aufgabe der Dschungelbegleitung ist ja nicht ausschließlich nur, um sich das Kind zu kümmern, nicht jeder fährt ja mit dem Kind, sondern die Hauptaufgabe ist, und so schlimm es ja klingt, ist ja diese Interviewsituation. Wenn man aber mit einem Kind da ist, dann muss man natürlich die Prioritäten ein bisschen verteilen. Und Yvonne selber sagt, sie hat das gemacht und auf dem Zimmer war halt einfach das beste Internet. Das finde ich, diese Aussage, da habe ich drüber nachgedacht und ich will jetzt nicht sagen, dass Yvonne lügt. Diese Aussage kommt natürlich gut für sie jetzt rein, weil das so ein bisschen den Zuschauer jetzt zeigt, ach so, ja, stimmt, Kinder haben gern Internet. Was ich mir da nur frage, das Schwubilup Hotel Versace, ja, das ist wirklich ein Luxushotel. Und da soll das Internet nur im Zimmer gut sein und nicht in der Lobby, wo die Mitarbeiter selbst das Internet benötigen? Da bin ich mir so ein bisschen unsicher. Ich weiß natürlich nicht, wo die Interviewsituationen waren. Erfahrungsgemäß waren die da immer auf dem Hoteldach, direkt am Pool, so wie ich das richtig in Erinnerung habe. Das kann ich mir persönlich nicht vorstellen, dass das Internet nur im Zimmer gut war. Das funktioniert vom technischen Verständnis ja gar nicht. Es werden ja normalerweise Repeater aufgestellt, das sind dann so Netz-WLAN-Blasen, wo man denn dann WLAN hat und das müsste dann gestreut im gesamten Hotel dann schon gleichermaßen funktionieren.
Aber gut, wir hören weiter rein. Ich war ja auch da, um zu arbeiten und nicht, um nur Spaß zu haben. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ja, die Arbeit haben wir alle mitbekommen, was da los war. Und ich kenne auch den Tagesablauf von Jamilas Tochter aus damaligen Zeiten vor Australien, wie der so war. Und da war sie auch viel in ihrem Zimmer allein, sie war viel am iPad, am Handy, was auch völlig legitim ist. Welches Kind in dem Alter ist nicht am Handy? Also ich kenne kein Kind. Und sie möchte auch viel lernen, bringt sich auch viel selber bei. Und deshalb war sie halt viel auch in ihrem Zimmer und hat sich halt viel mit den Sprachen gewidmet. Und deshalb habe ich Jamila auch gefragt, weil ich wusste, möchte nicht so viel Kontakt mit anderen Menschen haben. Was ist, ich möchte gerne in den Zoo Koalas besichtigen. Was ist, wenn da nicht mitgehen möchte? Darf ich sie für ein paar Stunden im Zimmer lassen? Da meinte sie, ja klar, kein Problem, sie ist alt genug. Und sie macht es in Berlin genauso. Zum Glück wollte sie auch Koala-Bärchen gucken und deswegen haben wir das Ganze zusammen gemacht. Dazu gibt es auch noch Videos. So, die Videos folgen nicht, aber jetzt folgt der Angriff gegen Jamila selbst, über den ich schon erzählt habe. Ich möchte auch gar nicht lange über das Thema sprechen. Ich sage nur noch ein... Finde ich immer geil. Ich möchte gar nicht lange über das Thema sprechen, aber wir haben schon 3 Minuten 46 Story. Aber ich möchte nicht lange drüber sprechen. Ich glaube, hätte ich mich um perfekt gekümmert oder nicht gut genug gekümmert, hätte die Produktionsfirma schon was gesagt. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und fragt... Ja, jetzt bin ich im Kreisverkehr der Emotionen kurz bei Patricia gewesen. Moment. Jetzt ging es erstmal darum, dass die Produktionsfirma schon was gesagt hätte. Kann ich nicht beurteilen, ob das wirklich so ist, weil die Produktionsfirma hat ganz, ganz andere Kopfschmerzen, wenn eine TV-Sendung aktuell live läuft, als sich um die Befindlichkeiten der Begleitperson zu kümmern. Die sind zwar auch wichtig und dann gibt es bestimmt auch irgendjemand von RTL, der die Aufgabe hat, aber grundsätzlich ist das nicht die Hauptaufgabe. Und jetzt kommt der Angriff gegen Jamila, von dem ich euch die ganze Zeit erzählt habe. Euch doch mal selber, wo ist denn eigentlich, wenn Frau Rowe im KDW ist? Shoppen, Champagner trinken, Meetings, Dreharbeiten, Freunde treffen, Events sehen, beim Friseur, bei der Maniküre oder Pediküre. Ja, stellt euch mal die Frage. Ja, und das war von Yvonne Wölke jetzt nochmal hier eine klare Aussage, ein klarer Angriff gegen Jamila quasi selbst. Naja, du machst doch dasselbe im Prinzip, ne? Also auf der einen Seite wird Yvonne vorgeworfen, sie lässt die Tochter alleine, auf der anderen Seite sagt sie, na, du bist doch auch die ganze Zeit unterwegs. Das muss man jetzt nochmal ein bisschen differenzieren, weil ich glaube, man versucht hier so ein bisschen jetzt, obwohl die ganze Geschichte laut Yvonne ja nicht stimmt, sich auch nochmal so ein bisschen aus der Affäre rauszuziehen, aus der Affäre. Das ist so doppeldeutig bei diesem Thema. Jetzt muss man das differenzieren. Es ist ein Unterschied, ob man sein Kind für einen Moment in gewohnter Umgebung, in gewohnter Stadt, im gewohnten Zimmer mit gewohnten Einrichtungen alleine lässt und dann mal zum Friseur geht. Das macht jede alleinerziehende Mutter oder jeder alleinerziehende Vater. Es ist halt einfach nicht anders möglich. Und mit 13 Jahren kann man auch in seinen eigenen 4 Wänden alleine bleiben. Aber, und das ist der große Unterschied, den Yvonne hier, wie ich finde, nicht verstanden hat. Es ist ein Unterschied, das Kind in einem fremden Hotel bei fremden Menschen in der Umgebung, in einem fremden Land, alleine zu lassen. Wenn die Mutti auch gar nicht da ist und auch erst nach 14 Tagen wieder zurückkommt, im besten Falle. Das ist ein Unterschied und ich glaube, diesen Unterschied, den hat Yvonne für sich nicht richtig verstanden, was nicht bedeutet, dass sie die Tochter nun die ganze Zeit alleine gelassen hat. Wie gesagt, ich kann das nicht beurteilen. Ich habe für euch den Artikel von Jamila und ich habe die Aussage von Yvonne. Und ich glaube, wir werden hier wie immer die Wahrheit nur im Verborgenen finden. Ja, X-Faktor, die Wahrheit ist sehr, sehr schüchtern in diesem Fall. Aber ich kann mir schon vorstellen, dieses Ehrgeizige, was Yvonne zeigt, schon seit 12 Monaten, dass sie schon für die Interviewsituationen gebrannt hat, diesen Ehrgeiz hatte, diese Interviews zu
tätigen und dass sich dadurch die Tochter alleine gefühlt hat. Das glaube ich persönlich schon, das kann ich mir schon vorstellen, zumal ja Yvonne selbst dieses Thema vor einiger Zeit aufgegriffen hat, um es zu verneinen, also quasi schon im Vorfeld vorzugreifen, dass das Thema nicht wieder aufkocht. Und das Thema scheint ja laut Yvonne selbst schon nach dem Dschungel aufgekocht sein und dann gab es ja auch eine Aussprache. Und ich sag mal so, warum gibt es denn eine Aussprache, wenn das Thema nicht der Wahrheit entspricht? Ja, also Aussprachen gibt es nur, wenn ich wirklich Mist gebaut habe und man wird damit konfrontiert. Und das ist das, was Jamila halt selber auch gesagt hat. Sie ist da nicht einsichtig. Und das ist auch so ein bisschen mein Eindruck in dieser Story. Ja, das muss ich auch so sagen. Es wird halt verglichen mit, naja, ich habe das alles gar nicht getan, aber ist ja auch gar nicht so schlimm, weil Jamila tut es ja selbst. Und das ist so die, also hätte Yvonne die Story bei der ersten Phase gecuttet und dann wäre gut gewesen, dann hätte ich gesagt, okay, gleich. Jetzt ist es aber so, dass Yvonne Wölke sich mit dieser Story zum Schluss für mich persönlich so ein bisschen in die Nesseln gesetzt hat, weil sie einfach diese Geschütze aufgefahren hat. Warum geht sie in den Angriffsmodus, stellt Jamila hier als, ja, als schlechte Mutter schon dar, mit einem Thema, welches sie selbst für sich abstreitet? Das ist aus meiner Sicht so ein bisschen vielleicht sogar dann doch ein schlechtes Gewissen, welches sie sich so öffentlich nicht eingestehen vielleicht kann, meine Lieben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr zu dem Thema steht. Es ist ein sehr bewegendes Thema, es ist ein sehr aufwühlendes Thema, gerade wenn es natürlich auch um Kinder geht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und die Piepen, das Piepen tut mir leid. Ich habe natürlich den Namen der Tochter immer ausgepiept und habe auch entsprechend Bilder ja nicht mit reingenommen, meine Berichterstattung. Das war mir nochmal ganz, ganz wichtig. Wünsche euch jetzt aber erstmal einen guten Start in den Tag und wir sehen uns wieder, nämlich um 11 mit den nächsten Trash News, meine Lieben.